Selbst nachher den Eindruck, in der praktischen Feldverführung nutzen Sie die Möglichkeiten, an die Maschinen ranzugehen, um einfach das Zusammenspiel hier zwischen Traktor und Anbaugerät zu sehen, aber auch um die Effizienz, die gute Arbeitsqualität, die wir von Horsch gewohnt sind, auf dem Felde zu sehen. Was ich Ihnen zu diesem Traktor noch erzählen kann. Es ist das gleiche Modell, auch wieder mit 275 PS. Folgende Informationen mitgeben. Sie haben hier an diesem Traktor eigentlich kein Gaspedal mehr. Wie kann das gehen? Das nennt sich nämlich ab jetzt Fahrpedal. Sie geben dem Schlepper eine Geschwindigkeit vor, die Sie fahren möchten. Jetzt hier mit diesem Gerät. Die Möglichkeiten, denn da haben wir hier im Odenwald und im hessischen Regenmenü Kartoffeln angebaut, also von daher gesehen. Auch hier im Getreideanbau. Eingefahren für diese Maschine, spritzig, wendig, schnell. Dankeschön, das ist hier ein TDV 420. 4 bedeutet 4 Zylinder mit 130 PS. Wie wir die Maschine angebaut haben. Dankeschön. Dieser Traktor, flammneu, bis letzte Woche noch gehütet im Hause Deutz-Fahr als Geheimnis, als Neuerung. Heute aber schon hier auf dem Feldtag bei der Firma Falk in Rheinheim. Das zeigt auch, welches Vertrauen, welche Kompetenz wir in unseren Händler hier und die Firma Falk setzen, dass wir solche Technik, die nicht nur verkauft werden darf oder kann, sondern sie muss auch betreut werden. Und da brauchen wir einfach auch die Kompetenz von unseren Vertriebspartnern in der Region. Danke nochmal und wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Tage. Und zunächst für die Vorführung. Schauen Sie nach, wie die Maschinen arbeiten und wie das funktioniert. Die Kamera! No!
gestern gemacht. Und wir haben gesagt, Zart, Fetti und Flamme Stoffel war heute. Und jetzt fährt er auf den Zug. Der war da gerade gut. Ja, fährt er noch mal rüber. Der löscht doch nicht meine Videos, der Gerd.
Das da hinten ist das neueste Modell. Ja, der ist ganz neu rausgekommen. Letzte Woche ist er fetch geworden. Und, bitte, oder?